Hier ist GBFA Kanalmeister mit einem neuen Medieval Total War Video. Wieder eine Wiederholung von einer meiner Schlachten. Die habe ich getauft Italien Abwehr Nummer 3. Also ging es da anscheinend darum, Italien abzuwehren. Und da sehen wir schon die feindlichen Truppen. Und die haben aufgefahren Genueser Seemänner. Das sind Bogenschützen, ein bisschen bessere Bogenschützen. Davon 3 Einheiten. Eine Einheit urbane Milizsoldaten, 3 Milizhauptmänner, 6 normale Bogenschützen. Und eine Einheit 20 königliche Ritter und einmal noch 14 königliche Ritter. Das war tatsächlich der, hier mit den 14, das ist der italienische König. Und der hat mich angegriffen und ich habe dann nochmal meine Truppen hier platziert. Ich bin hier eigentlich, ja, die Frage ist eigentlich berechtigt, warum ich hier eine Abwehrschlacht fahren muss. Weil eigentlich bin ich dem ja haushoch überlegen. Es kann natürlich sein, dass da noch Verstärkungstruppen auftauchen. Aber so wie es aussieht, wird das ein kurzweiliges... Eine kurze Schlacht, denn ich bin da zumindest an Zahlen technisch weit überlegen. Wir haben hier Milizhauptmänner, 3 Einheiten Milizhauptmänner, 2 Einheiten urbane Milizeinheiten, 2 Einheiten feudale Hauptmänner, 1 Einheit Speerträger und ja, königliche Ritter, 3 Einheiten gleich voll ausgerüstet, 1 Einheit Bogenschützen und ja, noch mehr urbane Milizsoldaten anscheinend. Also einen ziemlich großen Haufen an Übermacht. Die platziere ich jetzt alle auf diesem Hügel. Wir spulen die Schlacht mal ein bisschen vor, damit sie dann auch gleich losgeht. Beziehungsweise ich konnte sie nicht ganz hier auf dem Hügel platzieren, weil da die, der Aufstellungsbereich nicht groß genug war. Deshalb schicke ich sie jetzt alle hier während der Schlacht auch noch hoch. Die Distanz ist ja groß genug. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass bei dieser Schlacht, die damals stattgefunden hat, die ursprüngliche Truppenstärke in dieser Provinz von meiner Seite aus irgendwie, naja, geringer war und dass ich da einfach mehr Einheiten hinbeordert habe letzten Endes. Weil ich sehe nämlich auch nirgends Verstärkungseinheiten der Italiener auftauchen. Tja, vielleicht sind sie so verzweifelt gewesen. Ist schon eine Weile her, dass diese Schlacht geschlagen wurde, aber ich dachte, präsentiere sie mal. Vorwärts! Ja, vielleicht denkt er auch, er kann mich zu Klump schießen mit seinen Bogenschützen. Genueser Seemänner sind, glaube ich, ich weiß nicht, in welchem Bereich sie besser waren. War es ihre Moral besser als die Bogenschützen? Oder waren sie nur schneller? Ich glaube, sie waren schneller als normale Bogenschützen. Schnelle Fortbewegung für Infanterie natürlich. So, und da oben ist gerade Chaos bei meinen Truppen. Wie man sich vorstellen kann. Sind in Alarm organisieren und aufstellen. Mein König sitzt hier oben, schön geschützt hinter den im Wald, um den Einheiten hier Moral zu geben, weil so Einheiten, okay, feudale Hauptmänner haben eine gute Moral und nur Speerträger nicht unbedingt und Milizhauptmänner, ja, es geht. Aber das sind halt die zerbrechlichen Einheiten des Frühmittelalters in Medieval Total War. Später hat man Einheiten, die quasi nie flüchten. Das wird dann regelrecht langweilig. Ich habe lieber so ein bisschen zerbrechliche Einheiten, die so ein bisschen wo ein bisschen aufpassen muss. Das fordert die taktische Seite viel mehr. Gut, mal sehen, was er jetzt macht. Ich habe hier 2 Einheiten königliche Ritter auf diesem Hügel hier platziert, um sie rechtzeitig zu flankieren, falls sie meine Hauptstreitmacht angreifen sollten, was ich, wovon ich einfach mal ausgehe. Da kommt er jetzt anmarschiert. So. Wo ich da jetzt meine Ritter geschickt? Ach da, auf den Hügel. Ja. Und da geht's schon los. Da kommen sie gerade angelaufen. Und ich glaube, der Beschuss beginnt. Ja. Ja, und gleich 5 urbane Miliz... Nee, 6 urbane Milizsoldaten erwischt. Ja, das... Auf erhöhter Position schlagen die Geschosse natürlich viel mehr durch. Und treffen auch noch mehr. Und, tja. Ich glaube, das wird schon nichts. Das sieht man von vornherein, dass es nichts wird. Aber hartnäckig. Meine Kavallerie ist noch in Reserve. Jetzt verteilen sie ihre Truppen, um nicht so leicht von den Geschossen getroffen zu werden.
irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ihnen auch nicht wirklich helfen wird. Hier war zum Beispiel, hier hat sehr viele erwischt. Schon jetzt, bevor dort ein Kampf stattgefunden hat. Können wir noch alle Bogenschützen schießen, ja. Wir schießen auf die... Ja, diese Truppen hier. In Einheit königlicher italienischer Ritter rennt hier gerade rum. Ich schicke ihm meinen Speerträger und urbane Milizsoldaten entgegen. Man sollte Speerträger eigentlich nicht zum Angriff einsetzen, weil wenn sie ihre Formation verlieren, sind sie nicht mehr so gut. So, und jetzt, wo die beiden Kavallerieeinheiten im Nahkampf gebunden sind, ich glaube, das würde die Speerträger noch nicht mal unbedingt schaffen, aber die halten sie auf jeden Fall fest, schicke ich derweil meine Kavallerie hier in die gegnerischen Bogenschützen hinein, die jetzt einfach nur auf meine Truppen feuern. Wen schießen sie da eigentlich ab? Treffen sie überhaupt was? Hier schicke ich meine Milizhauptmänner gegen deren urbane Milizsoldaten. Metzel. So, meine Kavallerie ist endlich eingetroffen. Der italienische König, tja, knüppelt sich erfolglos mit urbanen, mit Milizhauptmännern und urbanen Milizsoldaten und Speerträgern, also drei Einheiten, gegen eine erhöhte Position. Da wird selbst er nichts ausrichten können. Und die Bogenschützen ziehen sich zurück. Sie flüchten noch nicht, aber wir merken schon, da kommt meine Kavallerie angedackelt. Hier beginnt jetzt gerade ein Gemetzel. Gut. 15 Milizhauptmänner sind zwar schon gestorben, aber auch sehr viele urbane Milizsoldaten, so rum, der Italiener. Und da hört man schon die Fluchthörner. Da flüchten schon die ersten Einheiten. Die Noeser sehen wir in der Flüchten. Derweil der italienische König kämpft immer noch. Aber wie man sieht, wird er gerade vollkommen umzingelt von meinen Einheiten. Und schicke ich auch alles, den ganzen Rest rein. Und die haben eine sehr hohe Moral, ich glaube 8 oder sowas. Also die halten auf jeden Fall stand, aber leider sind sie halt sehr zahlenmäßig unterlegen. Geringsten Zahleneinheiten, also von den Zahlen her, im ganzen Spiel. 20. Ich weiß gar nicht, wer da noch niedriger ist, außer Artillerie. Ja. Okay, diese Genueser Seemänner haben sich wieder gefangen, aber ich jage ihnen wieder meine Kavallerie auf den Hals und... Naja. Aber die sind ziemlich flott auf den Beinen, also die... Kavallerie kommt fast gar nicht hinterher. 3 urbane Milizsoldaten haben da überlebt. Und ja. Was hier noch übrig ist, ist, wie viel sind das? 2, 3? Das sind 2. Das wird wohl der König sein, der italienische. Ja, es ist nur noch der italienische König übrig. Und Zingel von meinen Truppen. Ja, er kämpft sich durch. Der Rest seiner Armee ist vernichtet. Wir schleunigen das Ganze mal. Und da flüchtet er. Ist es Flucht? Ja. Genau. Ja, obwohl er umzingelt war, die Könige, die können immer sehr viel kämpfen und auch sehr stark kämpfen. Sodass es schwierig ist, sie zu töten. Vor allem dieser hier, der war ziemlich... 2 Milizhauptmänner haben hier von den... haben noch überlebt, die versuche ich auch noch einzuholen. Und ja, aber ansonsten war es das. Hier sieht man noch die ganzen Überreste. Der Genueser Bogenschützen. Hier wurden die urbanen Milizsoldaten vernichtet. Und hier die Reiterei. Einige Speerträger verloren, aber ganz ehrlich, die sind ersetzbar. Immerhin halten sie länger stand als Bauern. Bauern kann man nur als Garnisonstruppen verwenden, also ich würde nichts anderes empfehlen. Ja, das war die Schlacht. Italien Abwehr 3. Auch der Angriff wäre wahrscheinlich leichter vonstatten gegangen, aber auf einem Hügel mit den Truppen hier hochzukommen, da hat der italienische König eine sehr taktische Mega-Fehlentscheidung getroffen, von der ich jedem abraten möchte. Ja, und da läuft er noch dicht verfolgt von meinen 18 königlichen Rittern. Er flieht. Ja, und bis über die Landesgrenzen hinaus jagen wir ihn noch. Aber das war's. Ende der Wiederholung. Ja, das war GBF Akkad Altmeister mit seinem Video Italien Abwehr 3. Und ja, bis zum nächsten Video von Medieval Total War.
Viking Invasion. Bis dann.